Nehmt euch die Mineralwasserflaschen und wir kommen einmal flott ins Laufen. Auf der Stelle die Fersen heben ab, aber die Ballen bleiben am Boden. Und ein bisschen flotter laufen. Ein bisschen mehr. Und langsam. Wir schwenken die Arme vor und zurück. Hier beide Arme. Wir drehen nach unten und wieder nach oben. Okay, lass oben und du ziehst rüber und federst nach. Und ziehst rüber und federst nach. Ja. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Nimm die Arme zur Seite. Dreh nach hinten, bis die Flaschen nach unten zeigen. Dann drehen wir den rechten nach vorne. Und wechseln. Deine Knie sind gelöst, das Becken gekippt. Schambein zum Nabel. Und lösen. Wend es einmal locker um dich herum. Gehst mit den Beinen etwas weiter und drehst dich über den großen Zeh, sodass deine Wirbelsäule locker um sich selbst rumpendeln kann. Eine Drehung in der Aufrichtung. Denk daran, dass das Brustbein aufgespannt ist. Und dann kommst du zur Mitte. Und wir bewegen uns rüber, rüber. Und das Ganze jetzt auch nach oben und hoch, hoch, hoch. Ja. Das Ganze wieder zur Seite mit mehr Rotation.
Und langsamer werden. Komm wieder zur Mitte. Wieder etwas dichter. Wieder fest im Beckenbodenbereich und im Körper. Und heben und senken. Just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. Und letztes Mal. Jawohl, prima. Stell die Flaschen beiseite. Ja. Psoas ist ein Muskel, der hier hinten im Gesäß durch die Hüfte durch im Bein ansetzt. Und wenn der verkürzt ist, zieht er das Bein nach außen. Also in diese typischen Charlie Chaplin Füße. Also wenn du jemanden siehst, der läuft und immer mit den Füßen nach außen geht, dann hat er eventuell einen verkürzten Piriformis. Wir versuchen jetzt einfach mal das Ganze in die Gegenrichtung zu bewegen. Das heißt, du stellst das Knie auf, bis es halt im rechten Winkel ist und ziehst es einmal rüber, über auf die andere Seite. Machen wir nachher im Liegen auch noch. Senken, Seite wechseln, aufstellen und rüberziehen. Bleib aufrecht, sodass das der Zug hier im Gesäß, im Periformis ist. Wir nehmen die erste Seite wieder, stellen das Bein auf, nimmst die Arme in Hände hoch und drehst den Oberkörper erst über das gehobene Bein mit der Ausatmung, soweit es geht, kommst einatmend zur Mitte zurück und drehst dich ausatmend auf die andere Seite. Ich hoffe, ihr habt alle eure Pilates-Rolle dabei, die brauchen wir gleich noch. Okay, beide Beine hineinspüren. Die Beine entspannen, Gesichter entspannen. Dann bauen wir es auf der anderen Seite auf und du drehst dich wieder. Zunächst nur ausatmend über das angehobene Bein, kommst einatmend zur Mitte und drehst dich mit der Ausatmung auf die andere Seite. She's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move to seduce you, she's gonna do the right thing, she's always ready. Wir nehmen uns die Pilatesrolle und gehen auf den Boden und rollen erst einmal alles ab, was wir schon so kennen. Du setzt dich erst einmal hinter deine
Rolle. Jetzt muss es etwas höher stellen. Die einfachere Übung ist, wenn du jetzt einfach nur die Beine über die Rolle bewegst, die Waden ausrollst. Etwas schwerer oder anstrengender wird es, wenn du dich hochhebst. Du hast mehr Gewicht auf den Waden und du kannst es noch ein bisschen mehr machen, indem du beide Beine übereinander legst. Dir die Stellung aus, die für dich gut ist. Und roll nicht nur hinten an der Achillessehne, sondern nimm wirklich die dicke Wade, den Wadenmuskel. Immer wenn wir mit der Pilatesrolle rollen, rollen wir die Faszien und die Muskeln aus. Das alte Blut, die alte Lymphe wird herausgepresst und Faszien und Muskel können sich hinterher mit frischem Blut und frischer Lymphe wieder füllen. Wir entsaften sozusagen den Muskel einmal. Eine Frischzellenkur. Wechsel auch. Okay, wir gehen eine Stufe höher zum Oberschenkel. Achte darauf, dass das Brustbein aufgespannt ist. Die Schulterblätter sind hinten zueinander. Die rückseitigen Oberschenkel können das ganz gut vertragen. Und deshalb gehen wir jetzt auch gleich auf die Seite. Gut. Roll dich auf die Seite. Mit der Hüfte auf die Rolle. Und dann bewegst du dich von der Hüfte bis zum Knie. Millimeter für Millimeter. Wenn du am Knie angelangt bist, rollst du dich auf den Bauch und rollst dann vom Knie langsam wieder nach oben bis zur Leiste. Zieh den Bauchnabel ein, damit der Rücken nicht durchhängt. Okay, und dann drehen wir uns auf die andere Seite und gehen wieder von der Hüfte bis zum Knie. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away.
I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Wunderbar. Lass uns dann in das Schienbein gehen. Gehst mit den Knien auf die Rolle. Stemmst die Hände vorne in den Boden und ziehst die Knie zwischen deine Hände. Bist rund im Rücken und gehst wieder nach hinten. Nach Möglichkeit sogar ganz bis nach hinten und ziehst dich wieder ran. Auch hier ist es wichtig, dass das Brustbein vorgeht, damit du oben im Rücken nicht rund wirst in der Strecke. Achte auf deine Standarme. Deine Arme sind nicht ganz durchgedrückt, sodass du dich über die Muskeln hältst und nicht über die Knochen. Okay, gut, kommen wir wieder zurück. Wir setzen uns jetzt auf die Rolle. Nimm zunächst einmal deine Sitzbeinhöcker wahr, indem du vor- und zurückrollst, das Brustbein wieder aufgespannt. Werde dir deiner Sitzbeinhöcker bewusst. Dann legst du den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel, nimmst das Knie nach außen und gehst mit deinem Gewicht auf die rechte Pobacke. Da findest du vielleicht auch schon den Piriformis. Vielleicht kannst du es wahrnehmen. Den rollen wir jetzt aus. Der Piriformis ist der Gegenspieler zum Psoas. Und Psoas und Piriformis sind verkürzt, wenn wir zu viel sitzen, zu viel arbeiten. Kann aber auch sein, dass der Piriformis zu hart wird von zu viel Sport, also wenn du viel joggen bist oder so. Und sobald der hart wird, reibt sich der Ischiasnerv daran, kann sich entzünden und schmerzhaft werden. Okay, gut, lösen. Dann nimm die andere Seite, dreh dich wieder auf die andere Pobacke und such hier den Piriformis. Und wenn du ihn nicht findest, dann rollst du die Pobacke einfach aus. Roll den unteren Rücken ein bisschen. Dann auch den oberen Rücken bis zu den Schulterblättern. Dann setz dich ab und dehne hinüber.
komm wieder hoch. Wir nehmen die Rolle weg. Komm in einen Vierfüßler. Zieh den Bauch etwas ein, sei aktiv zwischen den Schulterblättern. Deine Arme sind leicht gelöst und nicht durchgedrückt. Stell die Zehen hinten auf. Schieb das rechte Bein nach hinten. Heb es ab und halte es. Geh dann mal die Füße ein und aus. Also rechten Fuß einwärts und auswärts. Dann ziehst du das rechte Bein unter deinen Körper und du gehst zur Seite. Ich mach's mal auf der Seite. Du hebst es ab. Also das rechte Bein abheben. Halten. Und dann höher und tiefer. Höher und tiefer. Und lösen. Ein Wechsel. Das Bein beugen, seitlich hoch. Höher und senken. Geh nochmal nach rechts. Heben und abheben und absenken. Links. Wir haben ihn noch gar nicht gedreht. Das müssen wir auch nochmal machen. Den Fuß drehen. Ein- und auswärts drehen. Dann beugen und hoch. Gut. Bleib in dieser Haltung. Schieb nochmal das rechte Bein nach hinten. Heb es ab. Stemm die Ferse nach hinten, als wolltest du die Wand drücken. Den rechten Arm, den linken Arm dazu, also diagonal. Dein Blick bleibt auf die Matte gerichtet, sodass Hals und Nacken in einer Linie mit deinem Rücken und deinem Bein. Und lösen. Das Ganze nochmal links. Ausstrecken, abheben und halten. Schieb die Ferse nach hinten und den rechten Arm dazu. Schieb jetzt dein rechtes Knie nach vorne. Du kannst dich ein bisschen zur Seite setzen. Du kannst den Fuß etwas öffnen. Bleib in dieser Haltung. Das ist eine halbe Taube. Guck, dass deine Hüfte wieder nach vorne gerichtet wird dabei. Und du gehst da so weit, wie es deine Hüfte und deine Knie zulassen. Und etwas weiter dich aufrichtest, nach vorne gehst, also nicht mehr auf der rechten Pobacke sitzt, sondern das Ganze mehr zur Mitte drehst oder vielleicht sogar noch tiefer gehst, kannst du weiter in die Dehnung hineingehen. Und je weiter du das Knie öffnest, also das Bein
höher legst, mehr in den rechten Winkel legst, desto stärker ist die Dehnung auch hier. Kommen wir zurück, nämlich linke Knie, setzen uns erst einmal bequem daneben. Wenn du magst, öffnest du den Fuß noch ein bisschen weiter, rollst dich ein bisschen mehr zur Mitte. Das ist gleich tiefer, bring das Brustbein vor der Seite. Und wieder lösen. Gut. Wenn du so sitzt, einen Fuß auf den Oberschenkel legst, mit dem Fuß rücken, jetzt langsam nach vorne bewegst, kommst du auch wieder in die Dehnung hinein. Das kannst du machen, ruhig weiter. Ich zeige euch das auf dem Stuhl. Das kann man auch als Pause machen, wenn man am Arbeiten ist. Auf dem Stuhl ein Fußrücken auf den Oberschenkel, das Knie nach unten und langsam nach vorne gehen. Kommst du auch in diese Dehnung wieder hinein. Und lösen, wir wechseln die Seite, links, du ziehst dich etwas nach vorne, bleib aufrecht, zieh dich nach vorne. Nimm deinen Fuß jetzt wie ein Baby in den Arm und wiege dein Bein. Es geht, wenn du nicht so hoch kommst, auch einfach so. Ja, wir wechseln die Seite. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Breite Grätsche. Now my bed sheets smell like you. So breit ist halt für dich möglich. Bring das Brustbein nach oben. Hier ist wahrscheinlich schon die Grenze und es zieht an den Beinen, Innenseiten, hinter dem Oberschenkel. Brustbein nach vorne, sei aufrecht und begib dich dann so langsam nach vorne. Mit geradem Rücken. Wenn du merkst, dass du krumm wirst, dann gehst du wieder einen Schritt zurück. Also nur aufrecht die Kniekehlen, bleiben am Boden. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mit beiden Händen rechte Bein, dann Nase zum rechten Knie. Und wieder aufrichten, drehen das Ganze und geht mit der Nase zum linken Knie. I'm in love with your body. Every day discovering.
fasst du unter beide Kniekehlen und löst die Beine wieder. Okay, wir kommen in ein Sitzen. Du kannst dich hier festhalten in den Kniekehlen. Du wirst im Rücken rund, während du dich nach unten bewegst. Und dann stellst du dir vor, dass du hier am Brustbein mit einem Faden wieder nach oben gezogen bist. Ausatmend rund weg und einatmend wieder hoch. Schwieriger wird das Ganze, wenn du deine Beine schwebend hast. Bleib jetzt oben, Hände im Nacken und bewegt jetzt abwechselnd Ellenbogen und Knie zueinander. Richte dich im Brustbein möglichst wieder auf. Noch drei. Einen und wunderbar. Gut. Rückenlage. Rückenlage. Lass das linke Bein ausgleiten. Zieh das rechte Bein an deinen Körper. Zieh es ganz dicht heran. Dann streckst du das rechte Bein, bis es ganz ausgestreckt ist. Umfasse es hier in der Kniekehle. Halt es. Gestreckte Bein. Versuch das linke Bein mit der Kniekehle am Boden zu halten und zieh das rechte Bein zu dir heran, soweit es geht. Es gibt dafür auch eine Hilfe. Du kannst dir also auch so ein Gurt nehmen, zum Beispiel, und damit das Bein zu dir heranziehen. Das Bein muss gestreckt bleiben. Und dann wieder lösen, beug das Bein und zieh jetzt das gebeugte Knie rüber. Du kommst in eine Dehnung, die Form ist. Und wieder lösen. Lass das Bein ausgleiten. Beug dein linkes Knie. Zieh es erst einmal ganz dicht an den Körper heran. Streck dann das Bein aus nach oben und zieh das gestreckte Bein zu dir heran. You
und lösen. Beug das Bein und bring es auf die andere Seite über die Dehnung. Und auch hier wieder lösen. Stell deine Beine auf, dicht nebeneinander, die Füße aneinander und lass jetzt das rechte Knie nach außen sinken mit dem Ausatmen. Mit dem Einatmen bringst du es wieder zurück. Links, ausatmen, absenken, einatmen, aufsteigen. Und dann lässt du beide Knie nach außen sinken. Die Fußsohlen liegen aneinander. Bring das Schambein zum Nabel, damit du nicht ins Hohlkreuz fällst und den unteren Rücken belastest. Und lass dann die Knie durch die Schwerkraft nach unten ziehen. Fass wieder unter deine Oberschenkel, schließ die Beine, lass dann ein Bein nach dem anderen ausgleiten. Wir kommen zur Schlussentspannung. Leg deine Hände neben den Körper, die Handflächen nach oben. Schieb deinen Hinterkopf nur ein bisschen nach hinten oben, sodass dein Nacken lang wird. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch. Entspannen mit der Ausatmung. Beobachte jetzt nur deinen Atem. Deinen ganz natürlichen Atem. Wo kannst du deinen Atem am lebendigsten wahrnehmen? Im Heben und Senken des Bauches? Im Brustkorb? Als warmen Wind an den Nasenflügeln oder auf der Oberlippe? Lass deinen Atem ganz frei fließen und entspanne deine Füße und Zehen. Entspanne Schienbeine und Waden. Entspanne die Oberschenkel und das Gesäß. Entspanne Bauch und Brustkorb. Dein Atem geht ganz von selbst. Dein Atem fließt. Entspanne die Schultern und die Arme bis hinunter in deine Fingerspitzen, sodass auch deine Hände vollkommen ruhig sind.
Hinspannung Hals und Nacken. Und die Kopfhaut bis zu den Schläfen, bis zur Stirn hinauf. Deine Stirn ist glatt und entspannt. Deine Augen sanft geschlossen. Zunge und Unterkiefer sind locker und gelöst. Und du spürst nun, wie dein Gesicht von Atemzug zu Atemzug immer entspannter und weicher wird. Und auch dein übriger Körper wird immer entspannter und weicher und schwerer und schwerer. Angenehm schwer. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer. Du angenehm schwer und vollkommen entspannt auf deiner Unterlage ruhst. Ruhe ist in dir. Ruhe durchströmt. Nimm dann wieder einen tiefen Atemzug in den Bauch. Spanne Hände und Unterarme fest an. Bewege Hände und Füße. Und dann recke und strecke dich. Gähne. Und dehne. Und komm dann allmählich über die Seite wieder ins Sitzen.